Der 28-jährige James Green aus New York hatte auf seiner Apple Watch schon seit längerem die App Heartwatch installiert. Sie überwacht den Puls und wenn dem System eine ungewöhnliche Frequenz auffällt, schlägt es sofort Alarm. So auch bei James, der von der App aufgefordert wurde, sofort einen Arzt aufzusuchen. Ich bekam eine Warnung, weil meine Herzfrequenz kontinuierlich über meinem üblichen Ruhepuls von 54 lag, auch wenn ich nur am Schreibtisch saß. Dies nahm er zum Anlass, einen Arzt aufzusuchen und tatsächlich erlitt an einem gefährlichen Blutgerinnsel, welches den Mann jeden Moment hätte töten können. Er wurde ausreichend behandelt und später bedankte er sich bei dem App-Entwickler via Twitter. Auch dieser hatte eine ähnliche Geschichte erlebt. Er schrieb die Software nämlich erst, nachdem sein geliebter Vater wegen eines Herzproblems gestorben war.